In Las Vegas verfällt ein ehemaliger Sträfling wieder in alte Muster. Betrug, Einbruch und Raub. Die Polizei findet seinen Standort, aber er verschwindet. Das FBI wird hinzugerufen und die Gewalt eskaliert. Der Mann verliert sämtliche Skrupel. Um ihn zu stellen, müssen die Ermittler seine nächsten Schritte vorausahnen. Frauen angegriffen werden, kennen sie den Täter in den meisten Fällen. Aber manchmal ist es auch ein Unbekannter. Im Dezember 2000 wurde eine junge Frau in der Nähe von Las Vegas Opfer eines Sexualstraftäters. Bevor die Behörden ihn erwischen konnten, wurde er auch noch zum Mörder. Ich bin Jim Kallstrom, ehemaliger Leiter der FBI-Außenstelle in New York. Das FBI verfolgte den bewaffneten Flüchtigen durchs ganze Land. Sie rückten ihm immer näher, doch er wollte seine Festnahme um jeden Preis verhindern. Las Vegas, Nevada. Inmitten der funkelnden Lichter halten tausende Arbeiter die Stadt am Laufen. Auch Kriminelle lauern immer auf eine gute Gelegenheit. Am frühen Morgen des 11. Dezember 2000 ist südlich von Las Vegas im Vorort Henderson eine 17-jährige Kellnerin auf dem Weg zur Arbeit. Ein Mann bietet an, sie zur Arbeit zu fahren. Nein, danke. Wo musst du hin? Ich gehe zur Arbeit. Ich kann dich hinfahren. Sie lehnt ab. Los, steig ein. Einsteigen. Beeilung. Los, einsteigen. Er bedroht sie mit einer Waffe. Er fährt mit ihr an einen abgelegenen Ort und vergewaltigt sie. Sie ergreift ihre einzige Chance und flüchtet zu einem nahegelegenen Restaurant. Dort wählt sie den Notruf. Die Henderson Police nimmt den Notruf entgegen. Sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Krankenwagen? Die junge Frau beschreibt ihren Angreifer und sein Auto. Ein roter Mitsubishi Eclipse? War er bewaffnet? Ein Beamter fährt zu dem Restaurant, um die Frau zu befragen und sie in eine Arztpraxis zu bringen. Unterwegs sieht er einen roten Sportwagen, wie ihn das Opfer beschrieben hatte. Als sich der Beamte nähert, rast der Fahrer davon. Passt auf die Beschreibung, ein roter Mitsubishi Eclipse in westlicher Richtung. Je näher sie der Stadt kommen, desto rücksichtsloser wird das Fahrverhalten des Flüchtigen. Der Beamte will keine unschuldigen Personen gefährden und gibt auf. Aber die Polizei kennt nun das Kennzeichen. Das Fahrzeug passt auf die Beschreibung. Die Henderson Police überprüft das Kennzeichen. Das Auto ist in Las Vegas zugelassen. Detective Barry Jensen kontaktiert den Fahrzeughalter. Dieser hatte seiner Tochter das Auto überlassen.
Der Fahrzeughalter und seine Tochter wollen bei deren Wohnung mit dem Detective sprechen. Die Tochter ist gerade von der Arbeit in einem Casino nach Hause gekommen. Der Detective berichtet von dem Übergriff und der Verfolgungsjagd. Rachel sagt aus, dass ihr Ehemann am Morgen das Auto gehabt hätte. Er hätte sie um 5 Uhr bei der Arbeit abgesetzt, seitdem hätte sie ihn nicht mehr gesehen. Sie hofft, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Sie wusste, dass er wegen Sexualdelikten vorbestraft war und im Gefängnis gesessen hatte, aber sie glaubte nicht, dass das alles stimmte. Oder sie wollte es nicht glauben. Rachel bemerkt, dass das Auto gegenüber auf einem Parkplatz steht. Detective Jansen bittet sie, in der Wohnung nachzusehen, ob ihr Mann zu Hause ist. Derweil will er nach dem Auto sehen. Schauen wir mal. In der Wohnung sieht sie, dass ihr Ehemann fast all seine Sachen mitgenommen hat. Er hat sie anscheinend verlassen. Der Fahrer ist zwar der Besitzer, aber Rachel und ihr Ehemann sind die regelmäßigen Benutzer des Autos. Deshalb ist ihre Zustimmung für eine Durchsuchung nötig. Fehlt irgendwas? Sein Zeug ist weg. Seine Kleidung, alles aus dem Schrank. Seine Fotos, keine Ahnung, es scheint alles weg zu sein. Geben Sie mir die Erlaubnis, Ihr Auto zu durchsuchen? Oh, okay. Haben Sie einen Schlüssel? Die völlig aufgelöste Rachel gibt Jansen die Erlaubnis. Der Detective findet den Abstellort des Autos verdächtig. In my opinion, it was hidden. Es sah so aus, als ob das Auto dort versteckt wurde. Er vermutete wohl, dass die Polizei zu seiner Wohnung kommen würde. Er dachte wohl, wenn er sein Auto nicht direkt vor die Tür stellt, würde er etwas Zeit gewinnen. Er wollte sich absetzen. Im Auto bemerkt Jansen einige Dinge, die auch das Opfer beschrieben hat. Der Verdacht gegen Rachels Ehemann erhärtet sich. Rachel sagt, dass er keinen festen Job hätte. Ansonsten können sie und ihr Vater dem Detective kaum weitere Informationen geben. Sie wussten nur, dass er gern Glücksspiel betrieb. Woher das Geld dafür kam, wussten sie nicht. Jansen fordert Kriminaltechniker an, um alle Spuren am Fahrzeug zu sichern. Der Abschlepper ist in etwa 15 Minuten hier. Er muss Rachel offenbaren, dass ihr Ehemann verdächtigt wird, eine 17-Jährige vergewaltigt zu haben. Sie übergibt ihm ein Foto ihres Ehemannes, Mac Fuhrmansour. Falls Mansour der Angreifer war, hofft Jansen, dass das Opfer ihn anhand des Fotos identifizieren kann. Sehen Sie sich die Fotos an. In der Wache befragt Detective Jansen die junge Frau. Wenn Ihnen einer bekannt vorkommt, sagen Sie es, ja? Sie identifiziert Mac Fuhrmansour als ihren Angreifer. Die Nevada Police sucht ihn jetzt wegen Entführung und sexuellen Übergriffs. Jansen erfährt, dass Mansour schon oft wegen Vergewaltigung belangt wurde. Er wurde mehrere Male wegen sexueller Übergriffe verhaftet. Außerdem war er wegen Einbruchs, Kreditkartenbetrugs und unerlaubten Waffenbesitzes vorbestraft. Im Gefängnis wurde bei ihm eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, die an Soziopathie grenzt. Er konnte Leute manipulieren. Er konnte sie zu Dingen überreden, die sie normalerweise nie getan hätten. Er war ein Wiederholungstäter und Vergewaltiger. Lange hat die Polizei keine heiße Spur. Dann meldet sich ein neuer Verbündeter. Detective Jansen. Mansours Schwiegervater. Ja, Richard.
Er hatte sich etwas umgehört, mit Freunden gesprochen. Er wusste, dass Mansour oft in einem bestimmten Casino spielte und vermutlich auch ein Zimmer dort im Hotel hatte. Er hatte dort tatsächlich ein Stammzimmer, denn er war ein guter Kunde des Casinos. Die Gänge des Hotels sind videoüberwacht. Der Detective bittet die Wachleute, sich zu melden, wenn jemand Mansours Zimmer betritt oder verlässt. Sie hätten ihn dort nicht festnehmen können. Ich wollte sie nicht darum bitten, denn ich hielt ihn für sehr gefährlich. Am Abend sieht ein Wachmann, wie ein Mann in Mansours Zimmer geht. Er informiert sofort die Las Vegas Police. Hier ist der Sicherheitsdienst. Er ist hier im Hotel. Die Detectives sind auf dem Weg. Aber der Mann verlässt das Zimmer nach nicht mal einer Minute und verschwindet wieder. Die Detectives durchsuchen sein Zimmer. Wir fanden einen Koffer und ein paar Familienfotos. Nichts davon war für unsere Ermittlung nützlich. Sie durchsuchen das gesamte Gebäude, aber es gibt keine Spur von Mansour. Die Ermittler stellen fest, dass sie für seine Ergreifung Unterstützung benötigen. Sie wenden sich an Special Agent Scott Bakken und Detective Brian Dunaway. Die Männer sind Teil einer behördenübergreifenden Spezialeinheit, die vom FBI in Las Vegas geführt wird. Der erste Schritt dieser Einheit ist es, Steckbriefe von Mansour in den Hotels der Gegend zu verteilen. Wenn wir nach einer bestimmten Person fahnden, haben wir dafür ein besonderes System. Damit können wir per Fax ein Foto der gesuchten Person an viele Empfänger gleichzeitig versenden. Bei denen, die kein Faxgerät hatten, mussten wir auf althergebrachte Art vorgehen. Wir klopften an Türen und übergaben die Bilder persönlich. So stellten wir sicher, dass alle von der Fahndung erfuhren. Wir suchen diesen Mann. Er hat mehrere falsche Namen. Die Ermittler überprüfen, ob irgendwo einer von Mansours Decknamen auftaucht. Sie finden nichts. Die Herren sind vom FBI. Aber einige Wachleute erkennen Mansour als Verdächtigen bei einer Reihe von Einbrüchen in Hotelzimmern am Las Vegas Strip. Man kennt ihn. Sie sagen, dass Mansour meistens Touristen aus dem Nahen Osten und Asien ausraubt. Der Aufzug zur zweiten Etage. Okay, danke. Er bot sich oft als Dolmetscher oder Reiseführer an. Damit erschlich er sich das Vertrauen wohlhabender Touristen. Dann nutzte er sein Wissen, um in deren Hotelzimmer zu gelangen, indem er sich den Hotelangestellten gegenüber als einer der Gäste ausgab. Wenn die tatsächlichen Gäste dann zurückkommen, ist das Zimmer leergeräumt. Innerhalb mehrerer Tage erbeutet Mansour so mehr als eine Viertelmillion Dollar in Bargeld und Schmuck. Wir wurden ausgeraubt. Alles ist weg. Agent Bakken vermutet, dass der Verdächtige das Geld zur Flucht nutzen will. Wir erwirkten einen Haftbefehl wegen unerlaubter Flucht vor der Strafverfolgung. Das ist ein Haftbefehl auf Bundesebene, mit dem die Flucht über verschiedene Bundesstaatengrenzen hinweg verfolgt wird. Mit diesem Haftbefehl konnten wir andere FBI-Außenstellen im ganzen Land bei der Suche nach Mansour hinzuziehen. Sie versuchen, das Fahndungsgebiet einzugrenzen, indem sie möglichst viele Informationen über den Verdächtigen zusammentragen. Wir erhielten Steuerdaten, Daten von der Einwanderungsbehörde und dergleichen. Dort wurden schon lange Akten über ihn geführt. Er hatte aufgrund religiöser Verfolgung Asyl in den USA erhalten. Dann beschafften wir uns noch seine Daten aus New Jersey und den anderen Orten, in denen er gewohnt hatte. Er war oft in Spielbetrug und andere Eigentumsdelikte verwickelt. Mansours Ehefrau übergibt ihre Telefonabrechnungen über viele Telefonate mit Casinos im ganzen Land.
Wir erstellten ein Profil von ihm. Er war ein Spieler, deshalb suchten wir in Casinos nach ihm. Einer der in Frage kommenden Orte ist New Orleans. Die Casinos dort sollen nach ihm Ausschau halten. Am Morgen des 9. Januar 2001, 29 Tage nach der Entführung und dem Übergriff in Las Vegas, taucht ein Mann, der offensichtlich eine Perücke trägt, am Flughafen in New Orleans auf. Er bucht unter dem Namen Francis Gabriel einen Flug nach Las Vegas und zahlt bar. Dann ändert er plötzlich sein Reiseziel und will nach Los Angeles. Bitte sehr. Danke. Die Schalterangestellten sollen verdächtiges Verhalten melden. Wachdienst bitte. Ja. Sie informiert die Flughafenpolizei. Die Perücke, die Barzahlung und das merkwürdige Verhalten sind genug Anlass für den verdeckten Ermittler, den Mann zu befragen. Danke. Er folgt ihm nach draußen. Ich möchte mit Ihnen reden. Dort bittet er ihn, seinen Ausweis und das Flugticket vorzuzeigen. Haben Sie Ihr Ticket? Raus da! Aussteigen! Los! Die Behörden in New Orleans erfahren bald die Identität des Autoräubers und beteiligen sich an der Jagd nach dem Flüchtigen. Ja, Eingang 6A, er ist abgehauen. Januar 2001. Die Behörden in Las Vegas sind auf der Jagd nach Mercur Mansour. Der Mann wird wegen Raubes, Entführung und sexuellen Übergriffs gesucht. Einen Monat später greift ein verkleideter Mann einen Polizisten am Flughafen von New Orleans an und flüchtet dann in einem geraubten Pickup. Der verdeckte Ermittler meldet den Vorfall. Eine Suchmeldung nach dem Pickup und dem Fahrer wird herausgegeben. Dreißig Minuten später entdeckt ein Deputy aus St. Charles den Pickup etwa 16 Kilometer vom Flughafen entfernt. Er fragt das Kennzeichen ab. Es ist der gestohlene Pickup. Der Deputy weiß, dass sie auf eine Baustelle zufahren. Deshalb verfolgt er den Pickup nur vorsichtig und auf Distanz. Das Fahrzeug fährt in den Baustellenbereich, wird aber nicht langsamer. Der Fahrer fährt in einen Bauarbeiter. Der Deputy ist Sekunden später vor Ort. Er ruft für den am Boden liegenden Arbeiter einen Krankenwagen und schaut nach dem Pickup. Der Fahrer ist verschwunden. Am Flughafen durchsucht die Polizei ein Gepäckstück, das der Verdächtige zurückgelassen hatte. Da es unbeaufsichtigt auf dem Flughafengelände stand, braucht Lieutenant Glenn Toker keinen Durchsuchungsbeschluss. Wir fanden ein Ausweisdokument mit einem Foto des Verdächtigen und einen italienischen Pass.
Bei der Überprüfung kam heraus, dass der Pass gestohlen war. Der Verdächtige hatte einfach sein Foto eingeklebt. Die Polizei findet auch eine Liste mit gestohlenen Kreditkartennummern, Kundenkarten von Casinos im ganzen Land und mehrere Sozialversicherungsnummern. Wegen des Verdachts auf staatenübergreifenden Betrug wird die FBI-Außenstelle in New Orleans informiert. Die Ermittler geben das Foto und den Namen von dem gestohlenen Pass an Special Agent Sandra Sully. Wir gaben den Namen sofort in unsere Datenbank ein. Wir wollten jeden finden, der diesen Namen benutzte. Das Foto des flüchtigen Mac Furmansour gleicht dem Passbild. Sully ruft in Las Vegas an und bestätigt die Identität. Trotz der Bemühungen des Rettungsdienstes erliegt der Bauarbeiter seinen Verletzungen. Die Behörden starten ihre Suche nach Mansour bei dem Pickup. Lieutenant Toker beteiligt sich an der Suche nahe des Mississippi. Wir suchten in einem Radius von über 1,5 Kilometern. Die State Police half uns an den äußeren Rändern. Wir hatten für die Suche einen Hubschrauber und am Boden Fährtenhunde. Das Gelände ist schwer zu durchsuchen. Da sind Gebäude, Boote, Docks. Das ist ein Gewerbegebiet. Es gibt viele leerstehende Lagerhallen dort. Da stehen gelandete Kähne und so rum. Die Ermittler suchen mehr als 24 Stunden alle Versteckmöglichkeiten ab. Wir vermuteten, dass er entweder im Fluss ertrunken war oder irgendwie aus der Sicherheitszone entkommen konnte. Sie müssen weiterhin davon ausgehen, dass er noch lebt. Sie hoffen, sein bisheriges Versteck in New Orleans zu finden. Vielleicht kehrt er dorthin zurück. Sie sehen die Passagierlisten der Fluglinien und das Videomaterial vom Flughafen durch, um seine Bewegungen nachzuverfolgen. Am Vortag war er aus Connecticut nach New Orleans gekommen und wir konnten seinen Weg in einige Casinos nachverfolgen. Am nächsten Tag wollte er wieder abreisen, aber da lief er dem Beamten in die Arme. Mansours Verhaltensmuster ist deutlich. Wir dachten, dass er früher oder später in ein Casino gehen würde. Also informierten wir die Sicherheitsabteilungen der Casinos, nach ihm Ausschau zu halten. Er konnte auch verkleidet unterwegs sein. Die Behörden veröffentlichen auch sein Foto und seine Decknamen. Sie hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Es wird eine spezielle Hotline eingerichtet. Sofort gehen Meldungen über mögliche Sichtungen ein. Eine kommt von einem Fahrer, der Mansour vielleicht an dem Abend gesehen hatte, als der Bauarbeiter getötet wurde. Er sagt aus, dass er an dem Abend beim Flughafen hinter einem Taxi gefahren sei. Er sah einen Mann aus dem Gebüsch kommen und das Taxi heranwinken. Der Mann sah wie Mansour aus. Aber die Polizei kann den Taxifahrer nicht finden und die Spur erkaltet. Wir erhielten zahlreiche Meldungen von Personen, die glaubten, den Verdächtigen gesehen zu haben. Wir gingen jedem dieser Hinweise nach. Aber keiner der Hinweise führt zu Mansour. Die nächste Spur kommt von Polizisten, die am Mississippi patrouillieren. Shortly after the disappearance, kurz nach dem Verschwinden wurde uns eine Leiche am Flussufer gemeldet. In den Akten der Kollegen aus Las Vegas hatten wir Zahnarztunterlagen von Mac Furmansour. Die glichen wir mit der Leiche ab. Die Gebisse stimmen nicht überein.
Mansours Verbleib ist weiterhin unbekannt. Da er jetzt auch einen Menschen getötet hat, wird er seine Festnahme mit allen Mitteln zu verhindern versuchen. Um der Verhaftung wegen Entführung und sexuellen Übergriffs zu entgehen, flüchtet McFour Mansour aus Las Vegas. Raus da, raus aus dem Auto, los! Wochen später taucht er in New Orleans wieder auf, raubt ein Auto und tötet einen Straßenbauarbeiter. Er überquert nicht nur zügig Zuständigkeitsgrenzen, sondern benutzt auch verschiedene Identitäten. FBI Special Agent Sandra Sully. McFour Mansour utilized so many different aliases. McFour Mansour benutzte unglaublich viele Identitäten. Wir kamen zu dem Schluss, dass er regelmäßig Ausweisdokumente in Casinos stahl. Die Kundenkarten, die wir in seinem Gepäck fanden, wurden alle in Casinos gestohlen. Einige der Karten stammen aus Casinos in Atlantic City. Für nähere Informationen kontaktieren die Agents aus Louisiana die Außenstelle in New York. Special Agent Joseph Fury überprüft eine Kundenkarte auf den Namen Yasir Hammett, die von Mansour verwendet wurde. Ich rief in dem Casino an und sprach mit dem stellvertretenden Sicherheitschef. Er bestätigte mir, dass Mr. Hammett Kunde des Casinos gewesen war. Er hatte am 3. Januar 2001 etwa $50,000 gewonnen. Das war 6 Tage vor dem Zwischenfall am Flughafen in New Orleans. Aber angesichts Mansours ausgeprägter Spielsucht würde das Geld nicht lange reichen. Wir vermuteten, dass er bei Geldsorgen wieder nach Atlantic City zum Spielen kommen würde. Agent Fury erfährt von einer Telefonnummer in New Jersey, die in Mansours Gepäck gefunden wurde. Wir wussten nicht, warum er diese Nummer hatte, ob er dort bereits angerufen hatte und wen er damit erreichen wollte. Die Ermittler können die Nummer zu einem Haus in Brigantine, einem Vorort von Atlantic City, zurückverfolgen. Sie observieren es. Es ist nur bekannt, dass das Haus einem Taxifahrer gehört. Die Agents hoffen, dass es irgendeine Verbindung zwischen Mansour und dem Haus gibt. Weitere Teams ermitteln in der Spielerszene von Atlantic City. Wir verteilten Steckbriefe in allen Hotelcasinos in Atlantic City. Außerdem informierten wir das Atlantic City Police Department und die New Jersey State Police. Irgendjemand muss den Flüchtigen gesehen haben. Aber es vergehen Monate ohne Sichtung. Dann kommen am Abend des 4. Mai 2001 ein State Trooper aus Pennsylvania und seine Ehefrau in ihr Hotelzimmer in Atlantic City. Schatz? Ja. Sie entdecken einen unerwünschten Besucher. Rüber da, Hände hoch. Ganz ruhig, Kumpel. Hände hoch, Klappe halten. Geld? Will ich nicht. Der Trooper erkennt Mansour von den Steckbriefen. Er weiß, dass Mansour bereits getötet hatte. Aber aus irgendeinem Grund verschwindet Mansour, ohne dem Ehepaar etwas anzutun oder es zu berauben. Der Trooper informiert das Hotel über den Vorfall und sagt, man solle das FBI rufen. Ja, gerade eben. Rufen Sie sofort das FBI. Mansour ist wieder aufgetaucht. Er ist bewaffnet und eine Bedrohung für jeden, der ihm im Weg steht. Danke, tschüss. Alles in Ordnung? As the case progressed, ich wusste, dass er einen luxuriösen Lebensstil pflegte. Aber ihm fehlte das Geld dafür und er wollte um jeden Preis seine Festnahme vermeiden. 2 Tage später kommt gegen 6 Uhr morgens ein Alarm von einem Geldautomaten. Jemand hatte versucht, mit einer gestohlenen Kreditkarte Geld abzuheben. Komm mal kurz her. Ich muss dir etwas zeigen. Guck dir den Kerl an dem Geldautomaten an. Kannst du das mal überprüfen? Ein Wachmann spricht den Mann am Geldautomaten an. Dieser erklärt mit ruhiger Stimme, dass das seine Kreditkarte sei
Angeblich hatte er sie als gestohlen gemeldet und dann wiedergefunden. Er habe nur die Diebstahlmeldung noch nicht zurückgenommen. Als er nach einem Ausweis gefragt wird, zeigt der Mann einen offensichtlich manipulierten indischen Reisepass vor. Der Wachmann will den Mann mit zur Befragung nehmen, aber der zieht eine Waffe. Keine Bewegung, verstanden? Hier bleiben. Er flüchtet. Ohne es zu wissen, hätte der Wachmann beinahe McFour Mansour festgenommen. Der Flüchtige springt in ein Taxi und zwingt den Fahrer, ihm bei der Flucht zu helfen. Der Sicherheitsdienst meldet den Vorfall an die Atlantic City Police. Zahlreiche Einheiten suchen nach dem entführten Taxi. Doch Mansour ist ihnen wieder einen Schritt voraus. Als Mansour kurz abgelenkt ist, ergreift der Fahrer die Chance zur Flucht. Einige Minuten später sehen Zeugen vor dem Taj Mahal Casino, wie ein gut gekleideter Mann aus einem Taxi steigt und in das Gebäude geht. Die Atlantic City Police vermutet, dass es sich um Mansour handelt. Die Behörden eilen zum Taj Mahal. Die Zeugenbeschreibungen passen auf den Flüchtigen und die Ermittler finden einen manipulierten indischen Reisepass. Darauf ist McFour Mansours Foto. Der Taxifahrer sagte aus, dass Mansour ihn und jeden anderen getötet hätte, der versucht hätte, ihn aufzuhalten. Ab diesem Zeitpunkt intensivierten wir unsere Ermittlungen. Wir wussten, dass dies kein einmaliger Vorfall sein würde. Der Flüchtige wollte seine Verbrechensserie skrupellos fortsetzen. McFour Mansour ist seit Monaten auf der Flucht. Jetzt hoffen die Agents, die das riesige Taj Mahal Casino umstellen, ihn endlich zu erwischen. Das FBI fahndet nach McFour Mansour wegen Entführung, sexuellen Übergriffs und Tötung im Affekt. Er ist den Ermittlern bereits in Las Vegas und New Orleans entwischt. Im Mai 2001 taucht er in Atlantic City auf. In der Hoffnung, ihn endlich zu stellen, organisiert Special Agent Joseph Fury eine groß angelegte Durchsuchung des Hotelcasinos, in dem Mansour gesehen wurde. Wir richteten im Taj Mahal zusammen mit dem Atlantic City Police Department, New Jersey State Police und dem Wachdienst des Hotels eine Einsatzzentrale ein. Wir vermuteten, dass er sich irgendwo im Hotel aufhielt. Aber Mansour ist nicht leicht zu finden. Das Gebäude umfasst ein Hotel mit 1200 Zimmern und ein Casino mit einer Fläche von über 12.500 Quadratmetern. Hier sind Tausende von Gästen unterwegs und es gibt Dutzende Gänge und Flure mit unzähligen Büros und Lagerräumen als Versteckmöglichkeit. Die Ermittler müssen alles durchsuchen. Gesichert, komm raus! Sie befürchten, dass Mansour erneut entkommen ist. Der Suchbereich wird ausgeweitet. Die New Jersey State Police und die Atlantic City Police durchsuchten das gesamte Gebäude und auch alle anderen Hotelcasinos in Atlantic City. Sie finden nichts. Irgendwie konnte Mansour entwischen.
Die Ermittler fragen von allen Hotelcasinos in Atlantic City die Überwachungsbänder an und hoffen auf eine Spur. Nachdem sie hunderte Stunden Videomaterial gesichtet haben, entdecken sie endlich Mansour. Er stieg aus einem Taxi. Bei der Überprüfung der Identifikationsnummer des Taxis erfahren die Ermittler, dass es einem Einzelunternehmer gehört. Dieser lebt außerhalb von Atlantic City in Brigantine. Ich fragte nach dem Namen des Taxifahrers und seinem Wohnsitz. Sie nannten mir einen Namen, der mir bekannt vorkam. Es war der Mann, den ich observiert hatte, um eine Spur von Mansour zu erhalten. Die Behörden kehren zu dem Haus in Brigantine zurück. Diesmal haben sie einen Durchsuchungsbeschluss und ein Sondereinsatzkommando dabei. Das Team geht in Stellung. Ein Agent lockt den Taxifahrer unter einem dienstlichen Vorwand aus dem Haus. Er sagt, dass ein Stammpassagier gefahren werden will. Wir dachten, dass es vielleicht eine Geiselnahme war, wenn Mansour im Haus war. Ich will Ihre Hände sehen. Legen Sie die Hände auf den Kopf. Auf den Kopf! Aber der Fahrer kommt allein heraus und die Agents nehmen ihn zur Vernehmung mit. Er sagt, dass niemand sonst im Haus sei. Das Team überprüft das. Gesichert. Eine weitere Enttäuschung. Die Ermittler vernehmen den Taxifahrer in den Räumen der State Police. Er sagt, dass er Mansour in den letzten Jahren mehrmals in der Gegend von Atlantic City gefahren hatte. Sie seien Freunde geworden, aber der Mann will gerne kooperieren. Er sagte uns sofort, dass Mansour ihn am Morgen aufgesucht hatte und mit vorgehaltener Waffe gezwungen hatte, ihn nach Philadelphia zu fahren. Das ist etwa eine Stunde von Atlantic City entfernt. Er brachte Mansour nach Philadelphia. Der Fahrer hatte die Polizei nicht verständigt, weil Mansour weiß, wo er wohnt und er sich vor seiner Rache fürchtete. Fury informiert die FBI-Außenstelle in Philadelphia darüber, dass Mansour dort sein könnte. Dann fuhr ich von Atlantic City nach Philadelphia mit Fotos von Mansour und unterstützte die Kollegen vor Ort. Sir, FBI, wir haben ein paar Fragen. Die Agents fahren zu dem Busbahnhof, wo Mansour abgesetzt wurde. Sie fragen, ob ihn jemand gesehen hat. Wir zeigten die Fotos den Leuten dort. Eine Angestellte erkannte Mansour und sagte, dass er ein Busticket nach New York gekauft hatte. Ja. Anscheinend ist Mansour nur nach Philadelphia gefahren, um seine Spuren zu verwischen. Am 9. Mai 2001 setzt das FBI Magfur Mansour auf die Liste der 10 meistgesuchten Verbrecher. Dadurch erhält die Fahndung nach ihm für alle FBI-Agents im ganzen Land höchste Priorität. Brian Dunaway. Dass er auf der Liste stand, änderte einiges. Dadurch konnten mehr Ressourcen für die Ermittlung eingesetzt werden. Außerdem gab es für Hinweise, die zur Ergreifung führten, eine Belohnung von $50.000. Am nächsten Tag meldet der Wachdienst des Taj Mahal in Atlantic City, dass das Juweliergeschäft des Hotels von einem bewaffneten Mann ausgeraubt worden ist. Die Täterbeschreibung passt auf Mansour. Er hat Uhren im Wert von $300.000 erbeutet. Auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras ist das Kennzeichen der Limousine, mit der Mansour wegfuhr, zu erkennen. In der FBI-Außenstelle in Newark wird der Fahrer der Limousine befragt. Er sagt aus, dass er Mansour in New York abgeholt hatte. Ja,
Mansour ließ sich an einer bestimmten Straßenecke abholen. Der Fahrer weiß jedoch nicht, wo Mansour zurzeit wohnt. Auf ihn wirkte Mansour wie jeder andere wohlhabende Glücksspieler. Aber gegen 20 Uhr hörte er Alarmsirenen. Dann stieg Mansour in die Limousine und befahl ihm, loszurasen. Der Fahrer befolgte die Anweisungen. Mansour war bewaffnet. 5 Straßenblocks entfernt von dem Hotel verließ der Flüchtige die Limousine und stieg in ein Taxi, einen Crown Victoria mit Kennzeichen aus New Jersey. Das FBI veranlasst über die örtliche Polizei eine Suchmeldung nach einem weißen Crown Victoria Taxi in Atlantic City. Im Verlauf des Abends stoppt die Polizei jedes Taxi, auf das die Beschreibung passt. Hey, was ist los? Letztendlich finden die Ermittler den Fahrer, der Mansour mitgenommen hatte. Er berichtet, dass er den Mann zum Flughafen in Philadelphia gefahren hatte. Das FBI erfährt, dass um diese Zeit nur 2 Flüge aus Philadelphia abgingen, die für Mansour erreichbar waren. Beide gingen nach Las Vegas. Mansours Name steht in keiner der Passagierlisten, aber er könnte einen bisher unbekannten Alias verwenden. Falls er in einer der Maschinen sitzt, sind die Behörden in Las Vegas vorbereitet. Mai 2001. In den frühen Morgenstunden vermutet das FBI den skrupellosen Verbrecher Mansour Mansour in einem von 2 Flugzeugen, die gerade in Richtung Las Vegas unterwegs sind. Special Agent Joseph Fury vom FBI in New Jersey arbeitet weiter, während die Maschinen ihr Ziel anfliegen. Ich rief die Kollegen in Las Vegas an und berichtete ihnen von dem Raubüberfall in Atlantic City. Mansour war vielleicht auf dem Weg nach Las Vegas. Das Las Vegas Police Department und das FBI warteten am Flughafen auf die Ankunft der beiden Maschinen. Detective Brian Dunaway ist Mansour von Anfang an auf der Spur. Er weiß, dass der Flüchtige zu allem bereit ist. Alle, mit denen wir sprachen, alle, die ihn kannten, wussten, dass er nicht zurück ins Gefängnis gehen würde. Er hatte das deutlich gesagt und sein ganzes Vorgehen zeigte, dass er sich keinesfalls einer Anklage stellen würde. Auch durch seine früheren Gefängnisaufenthalte und seine Akten wussten wir, dass er nicht dorthin zurückgehen würde. Er würde lieber heldenhaft sterben. Mansour reist ständig verkleidet und mit gefälschten Identitäten. Im ersten Flugzeug ist er nicht. Auch in der zweiten Maschine finden die Ermittler ihn nicht. Von dem Fahrer der Limousine wissen sie, dass er sich zuletzt in New York aufgehalten hatte. Dann kontaktierte ich Special Agent Ted Miller von der Außenstelle in New York. Ich berichtete, dass Mansour nicht in Las Vegas angekommen war und sich vermutlich in New York aufhielt. Aus Mansours Telefonrechnungen in Las Vegas kennen die Ermittler die Namen seiner Bekannten in New York. Sie befragen sie und erwähnen auch die $50.000 Belohnung. Schließlich finden sie den Fahrer, der Mansour immer in New York chauffiert. In New York ist es immer schwer, ein Taxi zu bekommen. Deshalb gibt es viele private Fahrdienstleister, die man per Telefon rufen kann. Dieser Fahrer war gern bereit, Mansour zu fahren, denn er schien sehr wohlhabend zu sein. Er sagt, dass er Mansour schon länger nicht gesehen habe. Bei früheren Fahrten hatte er ihn immer bei einem bestimmten Hotel abgeholt. Okay, rufen Sie uns an, falls Ihnen noch etwas einfällt.
Der Fahrer war kooperativ und brachte die Kollegen dorthin, wo er Mansours Aufenthaltsort vermutete. Gegen 6 Uhr morgens informierte mich Agent Miller darüber, dass sie das Hotel gefunden hatten. FBI-Agents, Beamte der New York City Police und US Marshals eilen zu dem Hotel. Special Agent Timothy Leturner ist Teil des Verhaftungsteams. Special Agent Miller rief uns an und sagte, dass Mansour am Vorabend einen bewaffneten Raubüberfall im Taj Mahal Casino in Atlantic City begangen hatte. Wir vermuteten, dass er sich nach New York zurückgezogen hatte. Die Ermittler beobachten das Gebäude. Sie sind sich der Gefahr bewusst. Wir wussten, dass er bei mehreren seiner Taten eine Pistole dabei hatte, dass er eine 17-Jährige vergewaltigt hatte und dass er in Louisiana einen Menschen getötet hatte. Und zwar bewusst, dass er sehr gewalttätig war. Mehrere Ermittler fragen bei der Rezeption nach. Der Mitarbeiter kann bestätigen, dass Mansour unter einem seiner Decknamen in dem Hotel wohnt. Er gibt ihnen die Zimmernummer, weiß aber nicht, ob Mansour gerade da ist. Wir wollten unter einem Vorwand in dem Zimmer anrufen, in dem wir Mansour vermuteten. Wir hatten Leute vor dem Zimmer. Wir hatten Agents in der Lobby. Wir entschieden uns für einen Weckruf. Falls er rangehen würde oder wir Geräusche aus dem Zimmer hören, wüssten wir, dass jemand dort drin ist. Wir riefen mehrmals an. Niemand nahm ab. Wir hörten nichts aus dem Zimmer. Mansour ist anscheinend ausgegangen. Die Ermittler hoffen, dass er wiederkommt. Stunden später entdecken sie ihn. Er kommt allein in das Hotel. Los, Leute! Diesmal lassen sie ihn nicht entwischen. Mansour hatte geschworen, sich nicht lebendig erwischen zu lassen. Verzeihung, ich habe ein paar Fragen. Er versucht, seine Waffe zu ziehen. Ich sah seine Waffe und eröffnete innerhalb von 2 oder 3 Sekunden das Feuer. Da war nicht viel Zeit für Überlegungen. Es waren unbeteiligte Zivilisten in der Lobby. Ich durfte ihn nicht verfehlen. Selbst mit 3 9mm Geschossen im Körper widersetzt sich Mansour noch seiner Festnahme. Dank ihrer guten Vorbereitung bleiben die Beamten unverletzt. Man handelt instinktiv. Man muss sich auf sein Muskelgedächtnis verlassen. Alles, was an diesem Morgen geschah, war das Resultat exzellenten Trainings. Das kam nur durch das Training. Ich kann allen Agents nur raten, möglichst viel zu trainieren, so lange, bis alles instinktiv abläuft. Die Jagd nach Mansour hat 5 Monate gedauert und mehr als ein Dutzend Behörden beschäftigt. New Yorks Rettungssanitäter versuchen, Mansour zu stabilisieren, aber er verstirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Seine Verbrechensserie ist endlich vorbei. Eine derartige Ermittlung kann nicht von einer Behörde allein bewältigt werden. Ohne die Kooperation und Bemühungen der beteiligten Behörden hätten wir Mansour vermutlich nicht fassen können, ohne weitere Unschuldige zu verletzen.